Motivation ist. Ja, ich glaube, die Motivation ist viel Lust auf was Außergewöhnliches, auf was Spannendes, auf Spaß zu haben. Ich kenne kein Haus, wo man mit 60 Leuten gleichzeitig am Feuer sitzen kann, singen kann, sich unterhalten kann, in Ruhe sich mit einigen Funkamateuren zusammen an ein Funkgerät zu setzen und mit weltweit anderen Pfadfindern in Kontakt zu treten. Und wir haben es letztes Jahr zum ersten Mal gemacht, hier oben so groß. Und es hat sich rumgesprochen und ich glaube, wir werden es die nächsten Jahre auch wieder tun. Denn Pfadfinder ohne Zelten, ist die Autofahren ohne Reifen. Euer Ziel hier am Wochenende ist es, in den Kontakt weltweit mit Gleichgesinnten zu treten. Wo ist denn diese Idee mal entstanden? Also, die ist vor gut, ja, vor 38 Jahren entstanden. Aus dem Sinn des World Jamborees, was alle vier Jahre in einem anderen Land ist. Dieses Jahr war es in Holland. Es ist nur alle vier Jahre. Es kann auch nicht immer jeder zum World Jamboree hinkommen, da es für einige Länder zu teuer ist oder zu weit. In vier Jahren ist zum Beispiel in Chile. Von Deutschland nach Chile zu fahren, wird wahrscheinlich allein der Flug schon sehr, sehr teuer werden. Es lohnt sich also nicht und dann haben sich die Weltorganisation gedacht, wir müssten was machen, wo gleichzeitig alle Pfadfinder und Pfadfinderinnen der Welt dran teilnehmen können, ohne viel Geld auszugeben. Und dann wurde gesagt, dritte Wochenende im Oktober treffen sich weltweit für 48 Stunden alle Pfadfinder auf den Amateurfunk verändern. Das hat seit 38 Jahren gehalten, es wird immer mehr. Wie ist die Resonanz im Augenblick? Ja, im Augenblick alle recht müde, es ist früh am Morgen, aber mit 60 Leuten hier und auf den Amateurfunkbändern ist sehr viel los, also Übersee, Richtung Amerika, haben wir schon den einen oder anderen Kontakt gehabt, nach Australien runter ging es auch schon, zwar nur übers Computernetz, aber auch über Funk. Und ansonsten sehr viele freundliche Holländer da, die in die Richtung sehr viel arbeiten. Und was die Insel? Und es sind verschiedene Vereine, die sich Leute sind, was für Aktionen in der Bergen sind. Die Verständigung über Englisch ist auch. Was? Das sind über Englisch. Und es geht nicht bei allen, was man sich so macht. Machen wir mal weiter. Abends gibt es ein Lagerfeuer und über Tag, da trifft man den Kontakt. Und los ging es diese Nacht um 24 Uhr, also ist die Mitternacht, da begann es in Deutschland auch zu sein. Thank you.
Delta Foxtrot Zero, Golf Sierra November. For Delta, for Sierra 5-1, Delta Uniform, go ahead. Ja, hallo, mein Name ist Andreas, ich bin 18 Jahre alt, bin bei den Overscouts von den vom DPGSG-Stamm St. Josef in Grevenbroich. Ja, wie wir vorhin schon gesagt haben, wir sind hier so circa 25 bis 30 Pfadfinder und sind jetzt hier seit gestern Nacht, seit 12 Uhr, sind wir QFV und hoffen, dass es noch schöne, viele QSOs gibt, freuen uns jedes Mal über eine neue Station, haben auch noch Kurzwelle aufgebaut und Packet Radio. Also es macht alles hier unglaublich viel Spaß, wirklich. Wir sehen, wie die Leute vor der Nacht, wie wahrscheinlich, wir warten minus 20 Grad. Aber wir haben ja vorgesorgt. Sehen sie alle ganz frisch aus? Guck mal, ich werde uns rummachen. Der braucht was für den rummachen, weil ich kann mit dem Spiegel auf der Karte reingehen. Hab ich. Okay, ich habe dazu. Geht auf, okay? Ja. Beule geschlagen. Ich bin ja hier tot, der hat die absolute Rückgratspitze. Wenn ich mich auf die Seite bewege, dann gleich ist es. Bitte lächeln! Oh, Scheiße!
Schmeiß den Holzkopf mit der Kamera drauf. Macht jetzt das Abendprogramm von Super RTL drauf oder was? So Abendprogramm. Ja, die haben noch in der Nacht gemacht. Und das in diesem Laden herzlich wenig passiert, der Dreck ist in dem Mann.